Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy. Liebe Zuschauer, ich begrüße sehr herzlich zu Brennpunkt. Ja, heute haben wir einen echten Brennpunkt und zwar die digitale Kriminalität. Und ich bin sehr glücklich, dass der Präsident des Bayerischen Landeskriminalamtes heute zu diesem Thema Stellung nehmen wird. Aber erstmal, Herr Präsident, Sie sind ja wirklich ein Musterpolizist. 42 Jahre Polizist. Wenn man sich die Stationen anschaut, also was haben Sie noch nicht als Polizist vernommen oder erlebt? Das ist schon unglaublich. Ja, ich habe, glaube ich, wenig nicht erlebt. Auf der anderen Seite ist das Spannende in meinem Beruf, dass es tagtäglich Dinge gibt, die man tatsächlich noch nie erlebt oder bearbeitet hat. Mhm. Und das macht den Beruf so spannend, dass er so abwechslungsreich ist. Und ich würde es wieder machen. Ja, schön. Also der Polizist ist ja eine unglaubliche, tolle Institution. Ja? Und gerade, wenn man so wie Sie ein ganzes Leben lang eben einfach verschiedene Abteilungen, verschiedene Kriminalitäten erlebt hat, dann ist es aber jetzt schon auch wieder so, die digitale Kriminalität, das ist ja unser Thema heute, da wollen wir einfach mal reinschauen. Und jetzt, es gibt ja keine dummen Fragen, aber da gibt es ja schon so gewisse Bereiche, wo man sagt, was ist denn das überhaupt? Aber Cyberkriminalität sind Straftaten, also von hoher, ja, Ausrichtung und es gibt keinen straffreien Raum mehr im digitalen Netz. Also letztendlich ist Cybercrime geprägt von einer enormen Vielfalt von Delikten, die hier eine Rolle spielen. Vielfach sind es natürlich auch Delikte, die es früher in der analogen Welt genauso gab wie Erpressungen oder Betrugshandlungen. Heutzutage spielt sich das Ganze halt nur im Netz ab oder halt überwiegend. Wir stellen einfach fest, dass in den letzten Jahren die Straftaten, die unter der Rubrik Cybercrime oder wo das Internet Tatmittel ist zur Begehung der Tat, von großen Steigerungsraten geprägt ist. Dennoch haben vermutlich die Täter, und das sind ja zum Teil junge Menschen, das können ältere Menschen sein, aus allen Berufsgruppen, ja, weltweit, aber die Hemmschwelle ist natürlich nicht so groß, weil man sagt, ist ja anonym. Das ist natürlich für die Täter von Vorteil. Sie, ja, müssen keinen Menschen mehr face-to-face, wie es auf Neudeutsch heißt, gegenübertreten. Sie nutzen die Anonymität oder sagen wir besser die vermeintliche Anonymität. Ja. Denn so richtig anonym ist es auch nicht. Denn den einen oder anderen, den machen wir dingfest. Und ich denke, das ist auch immer ganz wichtig zu sehen. Die Polizei ist hier nicht chancenlos, sondern in all den Deliktsbereichen gibt es für uns auch immer Möglichkeiten, den Tätern auf die Spur zu kommen. Jetzt gehen wir doch mal das Ganze durch. Es sind ja meistens immer Schwachstellen im Netz und eben einfach auch Verwundbarkeiten, die ziemlich wehtun können. Es gibt ja so den digitalen Diebstahl, also dass ich irgendwas klaue, obwohl es mir nicht gehört, aber mittels des Internets komme ich einfach dann an oder ich habe eine Scheckkarte oder was auch immer. Wie ist denn das, sagen wir, aus Ihrer Sicht zu sehen? Also letztlich ist es für uns immer wichtig zu wissen, dass wir als Menschen natürlich oft die Ursache legen oder unser Verhalten ist natürlich immer etwas, was der Täter ausnutzen wird. Und für mich beginnt es eigentlich schon bei den Kindern, dass wir immer mehr investieren und dafür tun, unsere Kinder und die Jugendlichen auch, was Medienkonsum, Mediennutzung anbelangt, zu informieren, ihnen Hilfsmittel an die Hand geben, wie sie vermeiden können, Opfer zu werden. Und das Gleiche gilt dann für uns selber. Wir alle nutzen Smartphones, PC, Tablets, dass wir ein Bewusstsein dafür haben, dass wir damit natürlich auch angreifbar sind. Bis hin natürlich zu den Seniorinnen und Senioren. Auch denen müssen wir mit all unseren Möglichkeiten vermitteln, wie man sich schützen kann, weil auch viele Senioren und Seniorinnen Smartphones nutzen, Tablets nutzen, shoppen im Internet und all das sind Gefahrenquellen. Und unser Anspruch muss es sein, in der Gesellschaft, beginnend bei der Schule, über alle Institutionen die Möglichkeiten sehen, den Menschen Kompetenzen zu vermitteln,
ein Gefahrenbewusstsein zu schaffen, weil am Ende des Tages sind wir mit unserem Verhalten diejenigen, die vielleicht das Fenster dem Täter öffnen oder die Tür dem Täter öffnen, sodass er überhaupt an unsere Daten kommt. Jetzt wissen wir ja, dass zum Teil Kinder mit 4, 5 Jahren schon iPhones haben. Die Eltern sitzen daneben, die Kinder tippen irgendetwas und irgendwie kommen sie vielleicht an irgendwas ran, wo es teuer werden kann, so oder so. Wie wichtig ist denn, sagen wir mal, auch die Pflege einer ordentlichen Behandlung mit dem, was ich mit dem iPhone mache? Letztlich ist es Aufgabe der Eltern, hier ein gewisses Bewusstsein zu schaffen. Und wie bei vielen natürlich sind wir Eltern die Vorbilder für die Kinder. Und ich denke, man muss sich schon genau überlegen, ab wie vielen Jahren braucht denn ein Kind wirklich ein Smartphone? Die Kinder von den Dingen fernzuhalten, wäre ja auch weltfremd, weil sie müssen ja letztlich den Umgang lernen. Aber sie müssen den Umgang richtig lernen. Und da sind zunächst die Eltern gefragt, die auch hier regulierend eingreifen müssen, die letztendlich schauen müssen, ab welchem Alter ist es fürs Kind wirklich notwendig. Und wenn das Kind es dann nutzt, didaktisch auch richtig vorzugehen und pädagogisch richtig vorzugehen, nicht mit Verboten zu arbeiten, sondern eher mit Vertrauen und mit Informationen und immer zu signalisieren, liebes Kind, ich bin ansprechbar für dich. Wenn du etwas feststellst, wend dich an mich, ich helfe dir. Ich nehme dir dein Smartphone nicht weg, keine Angst, aber ich möchte dir helfen. Und es geht über die Schule weiter bis ins Berufsleben. Jetzt ist es ja so, früher war ja so, wenn das Kind irgendwie mal ein bisschen unruhig war, war der Schnuller. Aber heute ist iPhone oder das iPad. Ja, und das Kind fängt schon an, irgendetwas zu tun. Und alles, was sich ja da bewegt, die Spiele, aber irgendwo wird das Kind ein bisschen älter. Und irgendwo sind sie in Bereichen drin, wo einfach man sagt, das ist nicht mehr in Ordnung. Jetzt bleiben wir mal bei den Erwachsenen. Auch wir Erwachsenen müssen uns überlegen, was machen wir mit unserem iPhone, wenn wir vielleicht einmal an einem schönen Wochenende mal schon eine Flasche Weißwein getrunken haben? Weil da geht es ja erst los. Jetzt schreibe ich noch was. Und ja, das ist ja alles irgendwo registriert. Natürlich, man muss sich immer bewusst sein, dass das ganze Handeln, jede Tätigkeit natürlich in den Datenhaltungen der Provider vorhanden ist. Also wir sind tatsächlich für die Provider der gläserne Mensch. Die erkennen da unser Freizeitverhalten, unser Einkaufsverhalten. Wir sehen es ja dann selber, wenn die Werbung kommt. Also das Ganze wird aufbereitet, wird mit künstlicher Intelligenz bearbeitet, die dann letztendlich Empfehlungen aussprechen. Also man steckt ja mitten in dieser Konsum- und Geschäftsspirale. Und das muss uns bewusst sein. Und ich glaube, danach muss jeder auch sein Handeln ausrichten. Und wichtig ist aber zu wissen, wo lauern denn die Gefahren? Jetzt ist es so, wenn die Polizei irgendwie merkt, jemand hat irgendwie die Kriminaltat begangen, auch im anderen Bereich, also was jetzt vielleicht nichts mit Internet zu tun hat, aber meistens wollen die dann auch mal das Handy sehen. Wollen mal schauen, was hat denn der so alles schon gemacht mit dem Handy? Da ist ja alles drauf. Natürlich. Letztendlich ist natürlich für uns als Polizisten so ein Handy eine tolle Informationsquelle. Manchmal ein Volltreffer, oder? Manchmal. Ja, natürlich. Das ist für uns auch eine neue Möglichkeit, Täter zu überführen, Kontakte, Netzwerke zu erkennen und so weiter. Aber wir machen das natürlich, sage ich, zum Schutz der Bevölkerung und aus einem ehrenwerten Motiv. Aber man muss immer rechnen, Täter suchen ja andere Möglichkeiten und sind aufgrund anderer Motive unterwegs. Die wollen unsere Identität stehlen, die wollen unsere Daten haben, um sie vielleicht zu missbrauchen. Und das muss bewusst sein jedem. Ja, Herr Präsident, jetzt ist natürlich durch die Pandemie die digitale Kriminalität ist die natürlich gekommen, weil man konnte nicht mehr einbrechen und es ist ja eleganter auch manchmal, ja. Also die Pandemie hat Cybercrime noch mal richtig befeuert. Letztendlich, die Menschen waren zu Hause, der Wohnungseinbrecher konnte nicht durch die Haustür. Also muss er sich eine andere Möglichkeit suchen, wie er zu uns kommt. Ja. Und da war natürlich das Thema, wie komme ich über Internetkriminalität zu den Menschen, für die Verbrecherorganisationen ein günstiger Zeitpunkt. Und wir merken es auch, die Ideenvielfalt ist ja noch mal gestiegen. Und die Arten der beispielsweise Betrugshandlungen hat noch mal eine ganz andere Dimension. In welchem Bereich? Beschreiben Sie das mal. Also letztendlich, glaube ich, kann man es in verschiedene Bereiche. Ich habe gerade angesprochen, der Betrugsbereich. Früher waren das, sage ich mal, Menschen, die in gute Hotels eingeladen haben und haben den Menschen tolle Anlageobjekte versprochen. Die gehen jetzt nicht mehr ins Hotel. Die sind im Netz unterwegs, verkaufen Anlagemodelle.
behaupten, sie können 7, 8, 9% Vergütung, Zinsen bieten und die Menschen fallen darauf herein, aber in einem Ausmaß, wo wir selber überrascht sind, wie stark beispielsweise das Thema Anlagebetrug steigt im Netz. Mhm. Gleiches aber gilt ja für das Thema Einkaufen. Wir kaufen halt mittlerweile sehr gerne im Netz, also kann der Täter organisiert einen Fake-Shop. Das bedeutet, er bietet zwar Waren an, aber die werden niemals ausgeliefert. Mhm. Das sind so zwei Klassiker. Mhm. Was natürlich auch für die Täter interessant ist, ist der Angriff beispielsweise auf Firmen, die letztendlich die Daten der Firmen verschlüsseln und dann letztlich Lösegeld fordern. Auch das ist keine kleinen Summen. Keine kleinen Summen. Hier geht es um Millionen und betroffen sind ja nicht nur größere, es sind auch mittelständische Unternehmen betroffen, kleinere Unternehmen, die sich vorher wahrscheinlich noch nicht mal darüber Gedanken gemacht haben, was eigentlich entsteht, wenn sie keinerlei Zugriff mehr auf ihre Daten haben, weil es gibt in den Regalen keine Leitsordner mehr mit Kundenadressen, mit Kundendaten beispielsweise. Naja. Aber das ist natürlich für Sie als eben oberste Instanz ist das ja eine Herausforderung, weil die rufen natürlich jetzt mal eine lokale Polizeistation an und irgendwann schlägt es bei Ihnen auf, je nachdem, wie groß eben dieser Schaden schon erkennbar ist. Wie gehen Sie da motiviert ran? Ja, zum einen ist es natürlich wichtig, dass wir die jungen Kolleginnen und Kollegen schulen, was dieses Thema anbelangt, dass sie auch, wenn sie im Wach- und Streifendienst mit solchen Fällen konfrontiert sind, damit umgehen können und wissen, was ist zu tun. Und wir als Landeskriminalamt oder als Kriminalpolizei haben natürlich vor vielen Jahren reagiert. Ich denke, man kann hier mit Fug und Recht behaupten, dass Bayern hier eine Vorreiterrolle eingenommen hat, weil wir waren sehr frühzeitig damit unterwegs, dass wir eigene Dienststellen beispielsweise für diese Kriminalitätsphänomene gegründet haben. Auch aktuell wieder mit neuen Arbeitsbereichen, die sich ausschließlich mit dem Thema sexueller Missbrauch, Kinderpornografie beschäftigen. Wir haben organisatorisch darauf reagiert und wir haben personell darauf reagiert, dass wir auch den Weg gegangen sind, Know-how einzukaufen, dass wir Menschen mit einem IT-Abschluss, ob Bachelor oder Master, als sogenannte Cybercops ausbilden. Das heißt, die Menschen kommen mit einem Studium zu uns, durchlaufen dann ein Jahr klassische Polizeiausbildung und dann teilen sie sich das Büro mit einem Kriminalpolizisten, der jahrelange Erfahrung hat und sie bringen ihr Know-how ein, ihr technisches Know-how, damit wir die Spuren auch zu den Tätern finden. Jetzt, wenn Sie so einen Täter haben, da ist ja die Bandbreite, dass er sich irgendwie versucht mit Lügen, sehr, sehr gering. Weil Sie haben ja im Grunde alles auf digital auch, was er gemacht hat. Sicherlich ein Vorteil ist, dass die digitalen Spuren uns helfen, die Beweisketten zu schließen. Ja. Weil sehr häufig über diese digitalen Spuren wird es immer schwieriger, den Täter, dass er sagt, oh, ich war jetzt hier nicht und so weiter. Allerdings ist es auch nicht ganz so einfach, denn auch die digitalen Spuren müssen belegt werden mit anderen Umständen und so weiter. Und am Ende des Tages ist es trotzdem wichtig, dass der Täter vor einem sitzt, um nach der Motivlage zu fragen, Hintergründe zu erfragen, Verbindungen zu erfragen. Also das Thema, dass ich jemanden vernehmen können muss, wird es auch in der Zukunft geben, trotz aller digitaler Spuren. Aber da möchte ich gerade mal einhaken. Da ist es ja wieder wichtig, auch wie man vernimmt. Also es ist ja im Grunde dann, wenn man weiß, da ist ein Verdächtiger da, dann geht es ja los, dann wird er ja verhört. Also das wird alles protokolliert. Gibt es denn da aus Ihrer langjährigen Erfahrung, also ich meine, Sie hatten ja auch damals ganz maßgeblich, waren Sie auch beim Sedlmayr-Mord Aufklärung mit dabei, Sie haben ja eine Mega-Erfahrung als Polizist. Wie ist es da, wenn Sie so jemanden, so einen Cyberkriminellen vernehmen, der einen riesigen Schaden angerichtet hat? Zur Kinderpornografie kommen wir dann gleich im zweiten Teil. Aber da ist es ja auch irgendwie, die Verhörmethoden sind wahrscheinlich die gleichen, oder? Letztlich hat sich nicht viel geändert. Ja. Letztlich wichtig ist, dass ich mich als Vernehmer auf den Menschen vorbereite, dass ich alle mir zur Verfügung stehenden Informationen erstmal sammle, dass ich mich mit den Menschen auch auseinandersetze. Ja, ja, ja. Also ich muss vorher Zeit investieren. Ich kann jetzt nicht einfach ins Büro kommen und dann legen wir los, sondern da gehört Vorbereitung dazu. Und ich muss mir natürlich, und da helfen uns natürlich die Cybercops, die dann auch das technische Background, den
den technischen Background liefern. Wie hat er das jetzt überhaupt angestellt? Wie hat er das genau gemacht, damit er mir da nicht irgendwo vielleicht in der Vernehmung wieder ausweicht? Also es gehört viel dazu und es bleibt letztendlich auch ein analoges Geschäft, auf die Mimik, auf die Gestik zu achten. Wie reagiert jemand? Wie gibt er sich denn überhaupt? Also da ist vieles, hat da heute noch Geltung. Und da gehört natürlich auch die U-Haft dazu, gell? Also dass er eben dann auch mal ein bisschen weich wird in der U-Haft. Er hat ja dann immer Gelegenheit, noch mal zu überlegen, ob er nicht doch ein Geständnis ablegen will und so weiter. Ja. Wie ist denn so ein Geständnis von so einem IT, sag's mal, IT ist ja auch ein Verbrecher, ja, mehr oder weniger. Also, wie ist denn das Geständnis? Na gut, da gibt es unterschiedliche Formen. Ja. Der Betrüger ist natürlich immer derjenige, der grundsätzlich auch immer nach Ausreden sucht oder nach Begründungen sucht, warum jetzt sein Verhalten nicht betrügerisch war und so weiter. Also da gibt es schon unterschiedliche Typen. Letztendlich ist es am Ende des Tages immer so, umso mehr Indizien, umso mehr Beweismaterial wir haben, das wir ihm vorhalten können, umso schwerer tut er sich ja am Ende des Tages da auch rauszukommen. Jetzt ist ja, Herr Präsident, jetzt ist ja gerade in den letzten Zeitabschnitten in der Schweiz etwas passiert. Das heißt, die Credit Suisse, eine seriöse Bank, glaube ich, seit 1858 gibt es diese Bank, seriös. Aber da ist ja jetzt so eine digitale, wie soll ich sagen, ein digitaler Aufbruch, und zwar im Negativen, weil da sind ja Compliance-Dinge nicht offensichtlich richtig gemacht worden. Da gibt es ja wieder einen unglaublichen Bereich, wo man sagt, genau, das ist ja im Grunde auch von Leuten mit weißem Kragen oder so, die so einfach da rumgeiert haben und sagen, ja, da können wir ein bisschen rumtricksen, geben wir mal ein paar andere Daten ein und dann plötzlich schaut der Bonus ganz anders aus. Das sind ja auch Dinge, wo man sagt, da braucht es den Internetkriminalisten. Das ist ein Berufsbild, das ja hier in Bayern offensichtlich auch maßgeblich geboren wurde. Ja, und der braucht noch den zweiten, den wir mitgeboren haben. Das ist der Wirtschaftskriminalist. Das ist im Prinzip derjenige, der ein Studium hat, wo es sich ums Bank- und Kreditwesen dreht, wo es um Buchführung geht und Buchhaltung, um Compliance-Fragen. Ja. Und da müssen dann die beiden sogar miteinander, diese beiden Spezialisten, zusammen mit dem Kriminalpolizisten an so einem Fall arbeiten. Aber was mich am meisten besorgt an so einer Entwicklung, wie wir es jetzt bei der Credit Suisse eigentlich haben, ist, das wird noch auf sich aufs Vertrauen auswirken in Banken, in die Kreditwirtschaft und so weiter. Und da besteht natürlich immer die Gefahr, dass dann die Menschen, wenn sie kein Vertrauen mehr zur normalen Bank haben, sich an eine Bank im Internet wenden oder an einen Berater im Internet. Ja. Und sofort sind wir wieder beim Betrug, weil die Menschen werden das sofort wieder ausnutzen und werden wieder propagieren. Schauen Sie, bei uns kann das nicht passieren, wir sind doch seriös und so weiter. Also da wissen wir aus der Erfahrung, das wird diesen Betrugsbereich noch mal befeuern. Wenn man jetzt einfach mal sagt, diese Damen und Herren, die Sie jetzt als IT-Kriminalisten haben, wie ist denn da die Motivationskraft? Wir finden die Täter? Wie ist das? Die Täter sitzen ja mal von mir aus in Rio oder in Tokio oder in Sydney. Aber ihr seid ja heute mit Interpol, ihr seid überall vernetzt, oder? Letztlich, diese Motivation bringt ja die Menschen zu uns, weil man muss ja immer ehrlich sein, das sind Menschen, die ein IT-Studium haben, die könnten in der freien Wirtschaft durchaus mehr Geld verdienen wie bei uns. Aber letztendlich kommen die zu uns, weil sie sagen, ich habe eine sinnstiftende Tätigkeit, ich tue was zum Wohle der Menschen und so weiter. Das ist schon mal eine Grundhaltung der Demokratie. Natürlich, weil auch gewisse Auswüchse daraus sind auch absolut demokratiefeindlich. Ja. Und deswegen haben wir eine gewisse Eigenmotivation natürlich der Menschen, wie bei jedem anderen Polizist auch, der den Beruf ergreift. Aber wichtig ist, und Sie haben es angesprochen, ist die weltweite Vernetzung, die sich daraus ergibt. Wir hatten erst vor kurzem wieder im Bereich des sexuellen Missbrauchs bei der Verbreitung von Kinderpornografie Einsätze, die haben uns bis nach Amerika geführt. Und wo dann die Ermittler aus München Hand in Hand mit dem FBI arbeiten oder mit australischen Ermittlern, das zeichnet uns eigentlich aus, dass wir sozusagen als Antwort auf die Globalisierung des Verbrechens uns ja auch vernetzen und kooperieren und zusammenarbeiten, um zu signalisieren,
auch wenn ihr in Iowa irgendwo im Keller sitzt, wir schauen vorbei. Ja. Und das Gleiche gilt für den Keller, der vielleicht... Dann sitzt er woanders dann. Natürlich, wobei sie tun natürlich viel dafür, ihren Sitz zu verschleiern. Ja. Aber die Realität beweist natürlich, auch da kommen wir durchaus zu Erfolgen. Jetzt ist es ja so, ich bleibe wieder dabei, gerade Ihre Dienststelle, das ist ja schon irgendwie so pionierartig entstanden. Also das ist ja, ihr habt ja schon eine gute Erfahrung. Dennoch braucht es ja da auch so, ich sag's jetzt mal, so eine GSG 9 für Internetkriminalität. Sie haben schon die Menschen dafür, ja, aber das sind ja auch Jäger. Die jagen einfach diese kriminellen Menschen, ja, und dahinter stecken ja oft Berufsgruppen, wo man sagt, das gibt's doch nicht. Nein, ich glaube, wir sind ein gutes Beispiel als Landeskriminalamt für dieses Spezialistentum. Und ich würde die auch alle als Spezialeinheiten bezeichnen, weil wir im Landeskriminalamt, wir sind letztendlich 50% klassische gelernte Polizisten und 50% der Kolleginnen und Kollegen kommen aus einer anderen Profession. Das sind die Naturwissenschaftler, wir haben Mathematiker, Philosophen, Physiker, Chemiker, Kriminologen, Psychologen. Alles. Wir sind, positiv gesagt, ein bunter Mix aus vielen Professionen und das, glaube ich, zeigt auch die Stärke, weil dann dieses Wissen vereint wird. Jeder bringt ja auch Erfahrung aus seinem Beruf mit und wir haben ja durchaus auch nicht nur Studienabgänger. Zu uns kommen ja auch Menschen, die über eine gewisse Berufserfahrung verfügen. Und ich glaube, diese Mischung macht's aus. Aber ohne diese Mischung, glaube ich, wäre Verbrechensbekämpfung heute gar nicht mehr möglich. Auf der anderen Seite, diese Mischung, die Sie jetzt gerade vorstellen, die wäre auch mal gut für den Bundestag. Ich glaube, die Mischung macht's und die macht's aus. Und wenn ich in vielen Bereichen einen Einblick habe und Erfahrung habe, sorgt eigentlich dafür, dass ich auch eine gewisse Leistung gegen die Täter erzeugen kann und einen gewissen Druck auch auf die Täter ausüben kann. Das ist ja auch wichtig, dass wir das in dieser Sendung mal rüberbringen. Also da ist keiner sicher. Gell? Also wenn es mal klingelt, das kann nicht irgendwie der Briefträger sein, sondern das kann auch mal eine Dame und ein Herr von Ihrem Hause sein. Absolut, der steht vor der Tür, hat einen Durchsuchungsbeschluss dabei. Vor der Tür steht der uniformierte Streifenwagen. Die Nachbarschaft bekommt das alles mit. Ja. Letztlich kann ich mir nicht sicher sein, ob ich jetzt irgendwelche Hassbotschaften verbreite, Kinderpornografie verschicke, Menschen betrüge und so weiter. Keiner kann sich da sicher sein, dass nicht an der Tür klingelt. Ja, ja. Und vor allem, wenn es klingelt, dann ist auch meistens etwas, wo man mitgehen muss. Ja. Ja, letztendlich hat es auch weitreichende Konsequenzen. Ja. Ich sag mal davon, dass natürlich Dinge sichergestellt werden, dass das auf die Lebensführung natürliche Auswirkungen hat, aufs private Umfeld und so weiter. Also da muss ich jeder zu Ehe, natürlich alles. Gerade im Bereich Kinderpornografie. Ja. Lassen Sie uns da mal drüber sprechen. Das ist ja ein ganz scheußliches Verbrechen. Ja. Das heißt, ein Verbrechen, wo man sagt, wie kann sowas sein? Was ist da passiert? Ja? Wir haben auf der einen Seite jetzt gerade im Internetbereich, das ist ja auch ein Angriff aufs Vertrauen. Also gerade, was Sie sehr, sehr genau beschrieben haben, eben einfach das Vertrauen in den Banken sinkt und dann kommen andere und sagen, genau, wir können das anders. Aber jetzt bei Kinderpornografie, da hört es auf. Beschreiben Sie doch mal, was sehen Sie da manchmal für Bilder? Das muss doch Wahnsinn sein. Ja, das ist unbeschreiblich. Und ich bewundere jede Kollegin und jeden Kollegen, die sich sagen, nein, das ist ein Tätigkeitsfeld für mich. Ich mache das einige Jahre. Wobei man einfach sagen muss, dieser Missbrauch von teilweise Babys, das ist unbeschreiblich. Und das ist auch für uns als hartgesottene Ermittler durchaus belastend. Und unverständlich, wie eigentlich so über diese Jahre so eine Verrohung Einhalt gefunden hat oder Einzug gefunden hat. Aber letztendlich ist es in gewissem Maße natürlich erklärbar. Früher mussten solche Täter irgendwelche Heftchen unter der Ladentheke sich besorgen. Oder wie die Filme Video, noch entwickelt worden sind. Super 8 und Videokassetten. Heutzutage im Netz alles präsent. Mit wenigen Klicks bin ich da unterwegs.
Und deswegen befürchten wir oder glauben natürlich auch, dass die Dunkelziffer viel größer ist und wir nur die Spitze des Eisbergs sehen. Aber es ist natürlich unglaublich, dass so viele Menschen so etwas überhaupt konsumieren wollen und daraus irgendwie eine Befriedigung oder etwas ziehen können. Also das ist auch für uns ein Bereich, wo man da manchmal wirklich fassungslos ist. Ja. Und wo der Gesetzgeber manchmal einfach hinten nachhinkt. Ja, weil also es reicht ja schon mal ein Klick, den ich mache. Und genau da kann, Sie haben ja auch Internetstreifen, Sie gehen ja auf Streife, auf digitale Streife, kann er sagen, jetzt hat einer mal reingeklickt und den schauen wir uns an. Natürlich, das ist letztlich nachvollziehbar. Und jeder, der sich hier irgendwo im Netz bewegt und diese Seiten aufruft und konsumiert oder dann vielleicht sogar noch weiterverbreitet, der muss mit einer Strafe rechnen. Die ist nicht gerade ohne, weil letztlich handelt es hier um Verbrechenstatbestände. Ja. Das heißt, der Gesetzgeber hat hier auch reagiert. Aber auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch immer die gesetzlichen Instrumentarien, überhaupt an gewisse Daten zu kommen. Aber das gesamte Ausmaß, so wie es sich uns momentan darstellt, ist auch für uns schon durchaus erstaunlich. Mhm. Aber natürlich immer mit der Initiative verbunden, hier was zu tun. Mhm. Aber auch hier wieder, hier sind auch die Schulen gefragt, ein gewisses Bewusstsein für den Medienumgang den Kindern beizubringen. Dieses Elternhaus ist gefragt, weil wir natürlich feststellen, dass mittlerweile Kinder und Jugendliche über ihre Chatforen, über ihre Social-Media-Kanäle dieses Material auch weiter verbreiten. Oft überhaupt nicht in dem Bewusstsein, dass sie hier Verbrechen begehen. Das ist auch ein Bereich, der uns Sorge bereitet. Also das heißt, es kann so ein junger Mensch am Verbrechen begehen, obwohl er sagt, ich schicke das jetzt einfach mal weiter. Der sich oft gar nichts dabei denkt, letztendlich, was er damit tut. Und dann wird sofort weiterverbreitet und damit ein Benutzerkreis erzeugt wird und Menschen letztendlich durchs Weiterverbreiten auch strafbar werden. Mhm. Diese ganze, es gibt ja dieses Darknet. Aber Sie sagen ja auch, also man kann mit ein paar Klicks, kann man das Darknet wahrscheinlich auch umgehen oder so. Das ist alles keine Kunst. Derjenige, der ins Darknet möchte, der weiß, der kennt die Möglichkeiten, die der Tor-Browser bietet und dann ist er drin. Und wir sehen ja im Darknet auch, das Spektrum ist natürlich, dass dort Kinderpornografie-Plattformen bestehen, wo, sag ich mal, sich geschlossene Benutzergruppen beispielsweise austauschen, Material verschicken, wo andere Dienstleistungen angeboten werden. Ich sag, diese Ransomware-Erpressungen sind auch so ein Beispiel aus dem Darknet. Kriminelle IT-Spezialisten bieten ihre Dienste an. Crime as a Service, wie das bei uns heißt. Also die bieten Verbrecherorganisationen Dienstleistungen an. Es werden Waffen verkauft, es werden Drogen verkauft. Also sowohl das Netz, was für uns sichtbar ist, als auch das Darknet ist voll von Ausprägungen kriminellen Handelns. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, Ihre Polizei ist ja sehr, sehr erfolgreich. Also man erwischt ja auch Täter, die dann wieder, das schreckt dann schon ab, weil die Medien gehen ja auch da Gott sei Dank rein. Sie haben ja kürzlich eine Bande gestellt mit Bankautomatensprengungen, was ja Wahnsinn ist, dass man da mit echten Sprengstoff und drüber wohnen Menschen. Aber da haben Sie ja auch einen Mega-Erfolg gehabt. Das ging ja durch alle Medien durch und das ist gut so. Natürlich. Für uns ist das natürlich so, diese andere Seite. Neben der Cybercrime sieht man, die analoge Kriminalität verschwindet nicht. Ja, ja, ja. Cybercrime steigt, aber es wird nach wie vor Verbrecherorganisationen geben, die aus bestimmten Gründen heraus das Analoge bevorzugen. Und diese Tätergruppierung, die wir in Holland festnehmen konnten, gehen wir mal davon aus, ich denke mal so für 100 Geldautomatensprengungen deutschlandweit kommen die in Frage. Und das ist ein toller Erfolg. Das war eine tolle Teamleistung. Weil auch ein bayerischer Erfolg. Ein bayerischer Erfolg, aber auch mit Kooperation. Ja, wir haben in dem Fall beispielsweise hervorragend mit dem LKA in Baden-Württemberg kooperiert. Und am Ende haben wir natürlich auch mit den Kolleginnen und Kollegen in Holland kooperiert, weil
Die Geldautomatensprenger, die sitzen fast ausschließlich in Holland. Mhm. Dort ist die Heimat dieser Tätergruppierungen. Und über die Staatsanwaltschaft, die in Bayern sich auch entschieden hat, jawohl, in Bamberg, die Staatsanwaltschaft hat gesagt, wir bearbeiten zentral für Bayern diese Fälle, die dann über Rechtshilfeanträge bei den Holländern vorstellig worden sind. So konnten wir ja die Schlinge sozusagen immer enger ziehen und waren dann auch bei einer Gruppierung. Und der Erfolg gibt uns momentan einfach recht. Wir hatten seit dieser Festnahmeaktion Ende Januar in Bayern keine Geldautomatensprengung. Aber es ist natürlich deswegen auch nicht so, dass wir sagen, wir können uns zurücklehnen. Denn die Täter, die suchen nach Möglichkeiten. Und wir sehen es ja, in den anderen Bundesländern gibt es nach wie vor jede Woche Sprengungen. Jetzt, Herr Präsident, diese digitale Welt, die bringt Sie natürlich auch international mit Kollegen zusammen, mit anderen Landeskriminalanstalten, mit FBI. Sagen Sie doch da mal was dazu, weil manche Leute, die meinen, naja, die Polizei, die schläft, dann nein. Die Polizei ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage unterwegs. Wir sind immer erreichbar und das gehört oder das ist das Merkmal unseres Berufes, dass wir im Prinzip, wir kennen keinen Feiertag. Ja, genau. Letztendlich Überstunden, die fallen an, das ist bei uns ganz normal. Genau. Und wir kooperieren. Ja. Und gerade die Zusammenarbeit international, die hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert. Durch die digitale Welt auch. Natürlich durch die digitale Welt. Und wir haben ja heutzutage auch die Möglichkeiten, über Videokonferenzen mit den Kolleginnen und Kollegen uns in Australien auszutauschen oder in Amerika. Man muss noch die Zeitverschiebung beachten, aber das ist das kleinste Problem. Und Sie haben natürlich auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben auch viele Sprachen sprechen. Das haben wir auch. Ich meine, gerade bei den jungen Kolleginnen und Kollegen, da ist das mit dem Englisch kein Problem. Und letztlich ist ja auch das Schöne, wir haben ja auch viele Kolleginnen und Kollegen bei uns, die ja aus anderen Ländern kommen, die ja quasi noch ihrer Muttersprache auch mächtig sind. Auch das ist ein großer Vorteil in der Kommunikation. Und wir haben natürlich in Europa mit Europol durchaus eine starke Behörde geschaffen, die quasi auch so ein Abbild ist verschiedener Nationen. Auch wir vom Landeskriminalamt haben Kolleginnen und Kollegen, die in Den Haag bei Europol arbeiten. Und so tauschen sich Kolleginnen und Kollegen tagtäglich verschiedener Nationen über ihre Fälle aus. Und das, glaube ich, macht uns stark. Wie muss man sich denn das jetzt vorstellen, die Arbeit? Sie haben wahrscheinlich eine digitale Truppe, das ist klar. Sie haben wahrscheinlich auch andere Zugänge zum Netz wie vielleicht normaler Mensch. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Sie gehen ja, wie gesagt, auf digitale Streife. Sie bleiben ja nicht ruhig. Sie haben ja Fälle, wo Sie sagen, Moment mal. Und Sie kriegen ja immer wieder auch durch gewisse, wenn der Täter weitermacht, kriegen Sie ja immer wieder neue, frische Spuren. Natürlich. Die digitalen Spuren sind ja manchmal genauso wichtig wie die DNA, oder? Also ich würde die gleichrangig sehen, weil die digitalen Spuren erleichtern uns ja vor allem oft auch Netzwerke zu erkennen. Wer steht mit wem in Kontakt? Ich komme natürlich auf Hintermänner oder auf vielleicht Beteiligte, wie Sie sagen. Habe ich natürlich, wenn ich einen Täter habe, unter Umständen im Schlepplau gleich mehrere. Aber Sie haben zum Teil Tausende von Mails, die da drauf sind. Das wird alles abgearbeitet. Natürlich, wir haben allein über das Meldeschema, das vorhanden ist, was das Thema Kinderpornografie anbelangt, bekommen wir im Jahr 7.000 bis 8.000 Meldungen allein aus der USA. Ja. Das muss alles weiterverarbeitet werden und so weiter. Mhm. Deswegen muss man sich die Arbeitsplätze bei uns schon sehr digital vorstellen. Ja. Also PCs, Tablets, rund um die Uhr. Und natürlich auch die Wissenschaftler, die bei uns arbeiten, die Forensiker. Ja. Das Ganze ist hochtechnisiert. Ohne das geht es gar nicht. Ja. Und die bilden sich ja ständig weiter? Ja. Natürlich. Das ist auch wichtig, dass ich ihnen natürlich auch die Möglichkeit einräume. Aber auch das ist, wenn ich so für Bayern auch sprechen kann, auch nicht die Problematik, weil wir immer auch die Möglichkeiten haben, Lehrgänge zu besuchen, nicht nur polizeiinterne Lehrgänge, sondern auch ruhig den Blick über den Tellerrand zu werfen. Zeit hat für Aus- und Fortbildung, das ist ganz wichtig. Und
Uns ist es auch immer ganz besonders wichtig, den Kolleginnen und Kollegen zu ermöglichen, durchaus mal im Ausland zu hospitieren, mal mehrere Wochen auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern zusammenzuarbeiten, weil das ist sehr ergiebig, einfach Erfahrung abzuschöpfen. Man kann ja fast sagen, diese digitale Kriminalität, die geht ja so weiter. Also manche Kriminaltaten rentieren sich gar nicht mehr, weil die steigen dann um, oder, die Täter? Natürlich, das ist ja immer das Thema. Wenn die merken, der Druck von uns wird groß, die Erfolgsrate steigt, suchen die sich andere Felder. Aber das war schon immer so. Aber das der war, Druck von Ihnen, der ist ja, der wird ja immer stärker. Unsere Verpflichtung ist ja, da, Druck auszuüben. Sagen Sie doch mal, wie können Sie noch mehr Druck machen? Ja, wichtig ist für uns natürlich, dass wir vom Gesetzgeber ein ausreichendes Portfolio an Möglichkeiten haben. Rückendeckung. Natürlich. Ja, und auch Investitionen. Natürlich Investitionen. Aber jetzt haben Sie Ihren Chef, der Herr Herrmann, der ist ja voll auf Ihrer Seite. Nein, wir können uns in Bayern dann nicht beklagen, was unsere Unterstützung bei der Ausrüstung oder im personellen Bereich anbelangt. Das ist nicht das Thema. Aber wir brauchen vom Gesetzgeber, und unser Innenminister mahnt ja an, dass man auf der europäischen Ebene hat die Rechtsprechung ja durchaus ermöglicht, IP-Adressen zu speichern. Ja. Die aktuelle Regierung in Berlin verwehrt uns das momentan noch. Und das ist so Druck, da braucht man auch die politische Rückendeckung. Ja. Aber letztendlich ist es immer so, unsere Kolleginnen und Kollegen bringen eben diese Motivation mit. Ja. Weil es möchte ja keiner ins Büro. Natürlich, und jeder möchte ja diesen Erfolg. Ja. Und für jeden Kollegen und für jede Kollegin ist doch das ein tolles Erfolgserlebnis, wenn er so einem Täter auf die Spur kommt, wenn er dann an der Haustür klingeln kann. Ja. Und das ist unser großes Kapital. Und da verhaften natürlich die Leute, ihre Leute, da ist auch der IT-Kriminalist dabei, oder? Natürlich, das ist immer ein Miteinander. Und letztlich ist es auch wichtig, und das ist natürlich auch immer die Hoffnung, bin ich zuversichtlich, aber da braucht man natürlich immer die Unterstützung der Politik, weil Equipment ist nicht billig. IT ist teuer heutzutage, gute IT ist teuer. Und Sie brauchen natürlich die IT, die immer besser ist wie der Kriminalmensch, der mit, natürlich, mit seiner brauchen, IT. Wir brauchen das Beste vom Besten, und letztendlich ist es auch immer so, brauchen wir die Unterstützung, dass wir überhaupt solche Experten zu uns holen können. Dafür brauche ich natürlich eine gewisse Anzahl an Stellen. Und das sind immer Dinge, die müssen im Gleichgewicht sein, dass qualifiziertes Personal da ist, dass gute Technik da ist, um hier diesen Druck auszuüben. Jetzt kann man natürlich auch durch Erpressungen und durch Stalking, kann man ja auch fast sagen, es gibt ja auch eine brutale Angstmache. Ja, oder ich sage jetzt mal fast einen digitalen Mord, dass man den Menschen dermaßen verfolgt und wenn du nicht bezahlst und so weiter. Wie ist es denn mit den Medien? Müssten die Medien nicht noch mehr mal darüber schreiben, wie wichtig es ist, dass man eben bei der Internetkriminalität Unterstützung braucht, dass man eben nicht sagt, naja, der hat ja mal so ein bisschen da mit Kinderpornografie, dass man da auch mal so wie bei anderen Kriminaldingen lauter wird? Naja, die Medien sind für uns natürlich schon mal allein wichtig, um die Gefahren zu transportieren. Ja. Und ich glaube, wenn man momentan so schaut, wie häufig auch die Medien über diese verschiedenen Betrugsvarianten beispielsweise berichten, dann glaube ich, ist das ein wichtiger Schritt. Weil die Medien letztendlich ja das Ganze auch transportieren und auch ein gewisses Bewusstsein schaffen. Ja. Deswegen glaube ich, ist es momentan auch in der Medienlandschaft durchaus verbreitet, hier auch dieses Gefahrenbewusstsein zu schärfen. Weil ja auch die Medien letztendlich Betroffene sind von gewissen Auswüchsen. Desinformation, Fake News verbreiten und so weiter. Und damit ja auch ein gewisses Eigeninteresse besteht, dass hier gewisse Dinge auch ein gewisses Bewusstsein schaffen wird. Ich würde Sie jetzt bitten, wir sind schon wieder am Ende der Sendung, vielleicht sprechen Sie mal zu unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, auf was es drauf ankommt, dass eben digitale Kriminalität ist also kein Kavaliersdelikt, sondern was ganz Ernstes, wenn Sie vielleicht, Herr Präsident. Also Cybercrime ist kein Kavaliersdelikt, und die Botschaft muss eigentlich sein an uns selber, an uns Menschen, dass wir das Bewusstsein entwickeln, uns zu schützen, so wie wir die Haustür auch sicher machen, dass wir unsere IT-Umgebung schützen. Und die Botschaft natürlich an die Kriminellen, ihr seid nirgends vor uns sicher. Nicht in Amerika, nicht sonst wo, nicht in Europa. Und wir kommen euch auf die Spur. Sehr gut. Also vielen, vielen Dank für diesen wirklich, ich sage jetzt fast,
wichtigen Blumenstrauß, was Digitalisierung alles im Positiven machen kann. Aber wir haben heute mal die negative Seite angesprochen und Gott sei Dank gibt es sie. Gott sei Dank gibt es diese tollen neuen Digitalpolizisten. Ja, vielen Dank. Also ich denke, wir sehen uns irgendwann bald wieder, weil es gibt noch so viel zu besprechen. Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident. Hat mich sehr gefreut. Liebe Zuschauer, das war das Gespräch mit dem Präsidenten des Landeskriminalamts hier bei uns in Bayern, der mit seinem Team einen super Job macht. Und wie gesagt, schauen Sie, dass Sie Ihre digitalen Wege sicher machen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Brennpunkt. Bis dahin noch eine schöne Zeit. Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die eben gesehene Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy.